Beide über Nee, das weißt du. Ach, die Platte. Ja, ja, klar. So, klein. Genau, genau. Ja, da wohnt mein Opa. Ja. Und ich weiß nicht, wo die da wohnt. Ach so, und dann sind sie, ja, ich sollte doch mal besuchen kommen und so. Nee, da ist ja nicht mehr drin, die Person. Nee, da ist jetzt ja keine. Ist ja kein Benzin drin. Genau, entflammen können. Ne? Nee, nee. Ich habe mir das sofort gedacht, dass hier irgendwas gefallen ist. Ach so. Genau, wir kommen mal nach dem Fußball. Klar, aber das ist auch so. Und dann stand hier, wir sind groß. Und ich stand denn da und war ja auch vor dir dran. So. Und dann ist die Beinchen von dir hier durch. Und dann hat er mit seinem Rücken die andere Richtung. So, und seitdem ist der wenn der hier ist, muss der auch leben. Thank you.
wenn man die Fliegerei versauen will, dann soll er jetzt sein lassen, ne? Und damit aufhören. Der hatte nicht mehr. Sascha Linisch ist mein Name, ich bin der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr St. Augustin. Wir sind hier um 15.12 Uhr heute Nachmittag, Samstag Nachmittag, alarmiert worden auf dem Flugplatz Hangela. Hier ist eine 17-jährige Pilotin mit ihrem Segelflugzeug während des Startvorgangs abgestürzt. Genauer Unfallhergang ist uns nicht bekannt, da ist die Luftaufsicht bzw. die Bundesflugunfalluntersuchung ist hier gerade dabei, das zu ermitteln. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot hier mit ca. 60 Feuerwehrfahrzeugen aus 60 Feuerwehrleuten aus 4 verschiedenen Einheiten. Die Pilotin war zum Glück nicht eingeklemmt in ihrem Fluggerät, sondern konnte relativ schnell und einfach befreit werden. Patientenschonend natürlich und wurde dann an den Rettungsdienst übergeben. Sie wurde dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr hatte dann nur noch die Aufgabe, die Einsatzstelle abzusichern und der Flugaufsicht etc. zu übergeben. Während der Einsatzmaßnahmen hier war der Flugbetrieb eingestellt worden, das heißt, keine Maschine ist gestartet und gelandet. Zum Schluss haben wir noch mit der Feuerwehrdrohne die Bundesfluguntersuchungsstelle unterstützt, indem wir Luftaufnahmen gemacht haben, sodass kein weiterer Hubschrauber mehr angefordert werden musste, haben wir mit unserer Drohne noch ausgeholfen im Rahmen der Amtshilfe und Luftbilder zur Verfügung gestellt. Mhm. Wie hat jetzt hier die Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr geklappt? Ja, das war wunderbar. Die waren natürlich schnell vor Ort hier, weil sie ja vor Ort hier stationiert sind. Technisches Gerät mussten wir eh nicht einsetzen. Insofern war es ganz einfach. Ein glücklicher Zufall war noch, dass hier gerade ein Hubschrauber aus Berlin gelandet war, ein Rettungshubschrauber mit einer Patientin. Das war ein normaler Patiententransport, die dann die Patientin übernehmen sollten, einen Rettungswagen aus St. Augustin, um einen weiteren Transport in eine umliegende Klinik zu gewährleisten. Während dieser Übergabe der Patientin vom Hubschrauber an den Rettungswagen ist das Flugzeug abgestürzt, sodass sofort Rettungswagen und Notarzt vor Ort waren, erste Hilfe leisten konnten und dann eben die Rettungskette dann doch in Gang gesetzt haben und Feuerwehr und weitere Rettungsmittel alarmiert wurden. Ja, es ist ja in St. Augustin dieser relativ große Flugplatz. Kommt es hier öfter zu solchen Zwischenfällen? Nein, es ist relativ selten, dass hier überhaupt was passiert. Nicht mal einmal im Jahr. Also es ist wirklich sehr selten, dass hier überhaupt was passiert.